Rate mal, was heute online erscheint. Was? Wo bist du? Hier. Das bin ich. Hier bin ich. Paul. Ich stehe einfach voll. Yes! Auf Schuhe. Yes! Und das ist mein bester Freund. Toni steht eher so auf. Naja. Und gestern haben wir meine App. Paul, ich liebe dich. An diesen Typen verkauft. Alles ist weg, alles. Meine Möbel, meine Wertsachen. Yep. Well, I guess it would be nice. Hier haben wir euch nochmal die Regeln aufgeschrieben. Ey, du hältst keinen Tag ohne deinen Scheiß aus. 100 Tage. Ich halte nicht mehr aus. Nimmt der Tag denn gar kein Ende? Es ist 9:15. Jeden Tag um Mitternacht dürft ihr euch eine Sache zurückholen. Alter, ihr macht was? Das ist eine Wette. 100 Tage ohne Konsum. Seid ihr so Ökostreusel? So eine richtige Frau, eine mit Charakter, die kriegst du gar nicht, weil die riechen 100 Meter gegen Wind, dass mit dir was nicht stimmt. Hallo? Ich würde nur ungern das Stadion überspringen, wo du noch eine Hose trägst. Du kannst einfach nicht allein sein. Hallo, Lana. Paul, ich hab dich vermisst. Aber wenn ich Sachen kaufe, um glücklich zu werden, was heißt denn das dann im Umkehrschluss? Dass du nicht glücklich bist. Ich will, dass du es endlich zugibst! Ich weiß nicht was! Wo warst du denn? Was war denn so wichtig? Ronny, das mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen. So, der muss leider auch mit. Warum kommen Sie erst jetzt? Es ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Er. Und wie sind die Chancen? Erschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge. Aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht, Trauer in sich reinzufressen. Okay, ich mach dann mal den Anfang, ne? Womit? Ich lasse die Balkontür offen, okay? Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst einen Kredit auf, wir machen halbe halbe. Wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Das ist doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuerte Haarfarbe hast? Was? Das war's. Jetzt ja. Holen wir das Geld an der Kasse oder... Haben Sie es denn so eilig? Natürlich nicht. Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu, zeig drauf. Augen zu, zeig drauf. Mombasa. Was? Geil. Super geil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Was ist das denn? Ihr wollt doch als Ende der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig? Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. War das jetzt schon der geilste Tag? Das ist mir noch viel geiler. Gib mir meine Kohle. Ohne geilsten Tag, keine Kohle. Herbst 1989. Die ganze Welt schaut auf die DDR. Und David Hasselhoff bringt die Mauer zu Fall. Nach der Öffnung... Und was jetzt? ...wollen Tom und Veit die Welt entdecken, die hinter der Mauer liegt. Das ist doch der totale Scheiß. Doch sie finden schnell heraus, dass man auch dort nicht jede Freiheit hat. Germany, huh? Yes. You're a Nazi. Nein, wir sind Kommunisten. Die Free Communist. Free. Frei. Friendship. Friendship. Welcome to America. Um von New York... Ich will die Golden Gate Bridge sehen. ...nach San Francisco zu kommen... Two tickets, San Francisco. $320. ...müssen sie improvisieren. Get it, man. Ah!
Sie müssen die Sprache lernen. Ja. I only do it with protection. What? Sie müssen neue Freunde finden. Get out of the car! Is this some type of a joke? Ist ja auf unserer ganzen Reise schon mal ein Ami begegnet, der was anderes gesprochen hat, außer amerikanisch? Hier zum Beispiel, mein Freund hier, der liebt sie und der möchte sie gerne heiraten. Was? Und der möchte dann gerne genauso viel essen und essen, so wie sie, bis er so schön rund und saftig ist. Ja, da lacht sie. Und lernen, ohne Geld zu überleben. Strippen. Strippen? Ja, in einem Schwulenclub. Wir machen das 5 Wochen nacheinander, das sind $300 am Abend und morgen fahren wir dann nach San Francisco. Tanzen? Okay. Mich dabei ausziehen? Klar. In einem Stripclub für Schwule? Meinetwegen. Aber doch nicht auf die Nationalhymne der DDR. Sony Pictures zeigt die Komödie über wahre Freundschaft. San Francisco! Grenzenlose Freiheit. Und das größte Abenteuer im Leben von zwei besten Freunden. Friendship. So do you do mouse sex, you know? Ew! Unser Ziel ist es, Flieger abzuschießen, nicht die Piloten. Wir sind Sportsmänner, keine Schlechter. Richthofen hat einen Zweisitzer runtergeholt. Um zu punkten. Dann lass uns mal deine Beute suchen, um den Abschuss zu bestätigen, Mistkerl. Willkommen in Berlin, Richthofen. Ich könnte denken, er wird von den jungen Fräuleins umschwärmt. Da schwärmt nicht viel auf 3000 Meter, Ihre Majestät. Von Richthofen, Sie übernehmen das Kommando der 11. Fliegerstaffel. Leutnant? Der Name ist von Richthofen. Ich kenne Ihren Namen. Allerorts denkt man sich so merkwürdige Namen für Sie aus. Le Diable Rouge oder der Rote Baron. Woher kommt das? Ich verstehe. Stellen Sie sich vor, Sie wären dort oben, wie ein Falke. Und Sie sehen nach unten. Der Wind bläst Ihnen um die Ohren. Der Geruch und die Geräusche von Motoren. Dort oben können Sie sich fallen lassen. Ich träumte schon als kleiner Junge davon. Aber das Beste daran ist der Kampf. Es ist wie ein Match, es ist wie Sport. Tennis bringt einen nicht um. Sind wir nicht hier, um uns gegenseitig zu erschießen? Stimmt. Bis bald. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber lieber nicht. Also bleiben Sie an dieser Krankenschwester dran. Ich glaube, die sind Sie verschossen. Wie kommen Sie denn darauf? Die hat Sie wochenlang verflucht. Es gibt so viele Hospitäler, dass man sie durchnummerieren muss. Die meisten Männer werden sterben. Willkommen zu Haus, mein Sohn. Ich sehe, dass wir unsere Welt in ein Schlachthaus verwandelt haben. Und ich habe schon viel zu viel dazu beigetragen. Er braucht einen Arzt! Da braucht ein Priester. Du bist mein größter Sieg. Träumst du denn da immer, Liebchen? Als ich 7 Jahre alt war, sind meine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich saß in dem Auto. Danach hatte ich dann immer diese Träume, immer die gleichen. Ich habe eine Frau gesehen. Vor ein paar Tagen habe ich sie getroffen. Und sie sah genauso aus wie im Traum, die gleichen Haare, alles. Hast du schon mal jemanden getroffen und hast das Gefühl gehabt, dass du diese Person schon dein Leben lang vermisst? So, als hättest du alles nur geträumt. Und dann wachst du endlich auf. Fragst du dich manchmal, was die Leute alles getan haben, bis es ihnen so schlecht geht? Wach auf! Welche? Die Säufer oder die Schläger? Es geht im Leben nicht um Liebe, mein Schatz.
es nicht mehr aushältst, gibt's nur zwei Dinge, die du tun kannst. Einatmen und ausatmen. Was sagt denn nicht deine Frau zu der Sache mit Dr. Tod? Mag sein, dass sie den Tod bringt, aber sie leckt wie Lassie. Zwischen 12 und 14 habe ich mich die meiste Zeit im Auto versteckt, weil ich gefunden werden wollte. Mach die Augen zu. Hörst du die Sekunden vorbeirasen? Ich höre sie die ganze Zeit. Alles wird gut. Du musst nur atmen.